Und dann geht's auf die 2400 Meter lange Reise. Im Preis der AXA Generalagentur Vorsorge und Vermögen Sven Brühlmann und Gönner. Alle Pferde da. Corky Brion Forever Atu hinten, in zweiter Reihe. Und das ist der Start. Zum Preis der AXA Generalagentur Vorsorge, Vermögen Sven Brühlmann und Gönner. Hier mit der Nummer 2, das ist mal Guay Anasse, zweiter Favorit. Dann haben wir Gustavo de Yuma. Hai Nun an der Außenseite und dann innen kommt Forever Atu. Dann Harmony Rose, an dessen Innenseite geht Elio Dubo. Und die Lune du Soleil hinter Gorky Brio am Schluss des Feldes. So kommen die Pferde auf die Gegenseite im Preis der AXA Generalagentur. Es ist vorne nun Hai Nun mit einem Rush. Geht er an die Spitze, das war ihm zu langsam. Hai Nun übernimmt die Führung. Der Favorit an der Spitze geht gut in die Hand des Fahrers Adrian Burger. Hai Nun. Hai Nun außen jetzt heran. Kommend ist Guay Anasse, der die Spitze wieder übernimmt. Der Siebenjährige mit Barbara Ebischer. Guay Anasse übernimmt wieder die Spitze. Guay Anasse, Hai Nun, Gustavo de Yuma. Harmony Rose an vierter Position, gut positioniert da. Dann kommt Forever Atu an der Innenseite und Corky Brio ist zur Stelle. Vorne ist es Guay Anasse, stark in die Hand gehend, der Fahrerin Barbara Ebischer. Kommen die Pferde hier nun das zweite Mal vor die Tribünen. Begrüßen wir das Feld im Preis der AXA Generalagentur. Innen ist es Guay Anasse, außen Harmony Rose. Harmony Rose geht jetzt hier mit einem Rush an die Spitze. Harmony Rose, vor dem Bogen geht sie an die Spitze. Dann ist Guay Anasse jetzt im Rücken, dann Hai Nun in lauer Position. Außen kommt Corky Brio besser auf. Innen ist es Gustavo de Yuma, die Lune du Soleil. Und dann kommt Forever Atu und am Schluss Elio Dubu. So geht es auf die Gegenseite und es ist Harmony Rose. Harmony Rose führt das Feld auf die Gegenseite. Guay Anasse stark in die Hand gehen von Barbara Ebischer und jetzt wieder an die Spitze trabend. Guay Anasse an der Außenseite. Guay Anasse, Harmony Rose. Hier findet eine Kommunikation statt mit Barbara Ebischer. Guay Anasse, Harmony Rose, dahinter lauert Hai Nun, dessen Fahrer schon mal die Lücke auszumachen versucht. Wo geht's lang? Innen oder außen durch? Oder in der Mitte? Vorne Guay Anasse, dahinter Harmony Rose. Dann ist es der Favorit Hai Nun. An der Außenseite Corky Brio jetzt gut gehend. An dritter, vierter Position. Und ganz außen herum kommt auch die Lune du Soleil. Vorne aber ist es Guay Anasse und Harmony Rose im Galopp. Vorne Guay Anasse und Harmony Rose. Im Galopp, die wird wohl disqualifiziert. Dann kommt Hai Nun. Vorne ist es Guay Anasse. Guay Anasse und dann ist Gustavo de Yuma auch zur Stelle und Hai Nun. Guay Anasse, Hai Nun, Gustavo de Yuma und ganz außen kommt mit der Nummer 7 noch Elio Debo. Aber es ist Corky Brio an zweiter Stelle. Vorne ist es Guay Anasse und Hai Nun war natürlich bereits disqualifiziert, schon zurück. Das war Corky Brio, nicht Hai Nun, da an zweiter Stelle traben. Der kommt jetzt hier nach einem Fehler disqualifiziert ins Ziel. Guay Anasse. Gut aufgekommen ist Gustavo de Yuma an der Innenseite noch. Guay Anasse, Barbara Ebischer schaut sich kurz vor dem Ziel um. Da ist keiner mehr, aber da kommt Gustavo de Yuma noch stark auf vor Harmony Rose. Es ist dann Gustavo de Yuma an zweiter Stelle, Harmony Rose wohl dritte und außen kam noch dann die Lune du Soleil.